Hallo und herzlich willkommen im Hangar vom BPFV. Bleibt dran, wir haben interessante Themen über die Fliegerei für euch, Themen über Flugzeuge, Themen über die Wartung der Flugzeuge und alles, was zum Fliegen dazugehört. Und los geht's in unserem BPFV-Hangar. Wir sind das Team, das in Zukunft die YouTube-Videos für euch bringen wird. Und damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns kurz vor. Wir fangen an beim Sebastian. Was machst du hier im Club? Ich bin der technische Leiter vom BPFV. Ich kümmere mich um den Hangar, um die Flugzeuge, die Wartung, Reparaturen, Reinigungskonzepte, alles, was mit Hangar und Flugzeugen zu tun hat. Perfekt, das klingt gut. Adrian? Ich bin Adrian, genau. Ich bin Flugschüler hier im Verein und mache nebenbei die Öffentlichkeitsarbeit bzw. bei dem Team von der Öffentlichkeitsarbeit. Ich übernehme Facebook, Instagram, die Beiträge oder auch in Intercom Beiträge schreiben. Intercom ist was? Intercom ist unser Magazin vom BPV. Kann man auch auf der Homepage sehen oder bei uns kann man es persönlich auch holen. Okay, also Homepage findet ihr unten hier im YouTube-Kanal, ist verlinkt, klickt mal drauf. Viele, viele interessante Infos über die Fliegerei und unseren Club. Genau. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für die Fliegerei, was vielen Piloten vielleicht gar nicht so klar ist, dass das wichtig ist. Sebastian, das liegt dir sehr am Herzen. Was ist es? Das Reinigen der Flugzeuge nach dem Fliegen. Okay, was sollte man da beachten? Warum ist das jetzt so wichtig für die Fliegerei? Naja, der Sommer steht vor der Tür. Wir haben jetzt vermehrt wieder mit Insekten zu tun. Das war jetzt im Winter nicht der Fall. Und wir haben jetzt das komplette Reinigungssystem angepasst an den Sommer, an die Verschmutzung. Und da wir im Winter gerade mit den neuen Flugzeugen mal wieder Probleme hatten, weil einfach nicht ganz klar war, mit was geputzt werden soll, haben wir uns das Reinigungskonzept angepasst. Gibt es da spezielle Sachen, die man nehmen soll oder muss? Oder kann ich jetzt mit einem Fliegenschwamm an den Flieger dran gehen, an die Scheiben? Was ist jetzt so der Profi-Tipp eines technischen Leiters bei uns, wie wir als Piloten mit unseren Flugzeugen umgehen sollen bei der Reinigung? Natürlich liegt es mir am Herzen, dass wir möglichst schonend mit unseren gerade neuen Flugzeugen umgehen. Wir wollen ja, dass sie möglichst lange neu bleiben und dass jeder die Chance hat, mit den neuen Fliegern auch entsprechend Spaß zu haben. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, für die Fenster ausschließlich einmal Tücher zu benutzen, in Kombination mit diesem Reinigungsschaum. Diese Tücher bestehen aus Zellstoff, aber haben eben keinen Holzanteil, wie jetzt diese klassischen grünen, die wir bisher in unserem Papierspender hatten, die nur für Öl gedacht sind. Deshalb nur diese blauen Tücher für die Scheiben verwenden, eben zusammen mit dem Schaum und danach entsorgen. So also hat jeder ein sauberes Reinigungsmittel. Also nicht zweimal verwenden? Nein. Keinesfalls? Nein. Man sieht es auch, wenn man das benutzt, Fett und die Pollen, das löst sich so gut, wenn man da einmal über die Scheibe drüber gegangen ist, ist das schwarz, das Tuch. Und dann weg damit. Also auf jeden Fall mal nicht irgendwie hingehen, erst mit den Radschuhen damit putzen, schön mit Wasser drüber und anschließend dann, weil man ja sparsam ist, Fliegen kostet ja schon viel Geld, man möchte möglichst wenig ausgeben, geht man dann mit der gleichen verschmutzten Matte nochmal über die Scheibe? Das sollte man tunlichst nicht tun. Ich fange immer mit der Scheibe an, dann kann ich es abhaken. Sollte noch was von dem Tuch übrig sein, also habe ich noch saubere Stellen, kann ich mit diesem Schaum und dem Tuch auch gerne danach über Radschuh oder Fläche oder Propeller oder sowas gehen, aber erst nachdem die Scheiben sauber sind. Okay. Thema Mikrofasertuch. Warum keine Mikrofasertücher? Mikrofasertücher oder alles, was ich wiederholt verwenden kann, hat einfach die Gefahr, dass wenn ich oder der vorhergehende Putzende mit dem Tuch oder auch mit dem Schwamm zum Beispiel über einen Radschuh oder irgendwas, was Staub angesammelt hat, während des Rollens beispielsweise. Das sammelt sich im Tuch und wenn ich danach damit dann über die Scheiben gehe, ist das wie Schmirgelpapier und hinterlässt ganz feine Risse, die dann aber, wenn die Sonne drauf scheint, entsprechend reflektieren. Also damit mache ich mir die Scheiben auf lange Sicht kaputt. Ist dieser Kunststoff der Flugzeugscheiben weicher als das normale Plexiglas? Nein, und das kommt auch auf die Temperatur an. Das Material ist sehr stark temperaturabhängig, das heißt im Winter ist es härter, aber spröder, das heißt die meisten Risse entstehen dann auch im Winter. Im Sommer ist es eher weicher und verformt sich schneller, reißt dafür nicht so schnell, aber grundsätzlich bei der Reinigung ist es egal, weil
diese Steinchen oder der Staub, der sich in den Mikrofasern natürlich halt sammelt, hinterlässt Risse im Sommer wie im Winter. Wenn die Scheibe jetzt zum Beispiel mit vielen Fliegen verklebt ist, ja, nach dem Fliegen, ja, schönes Wortspiel, mit Fliegen verklebt, nach dem Fliegen, wie gehe ich am besten vor? Es empfiehlt sich ja jetzt nicht, so einen Fliegenschwamm einzusetzen oder irgendwelche anderen schärferen Mittel oder dran zu rubbeln. Bringt das was, vorher einzuweichen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dafür ist dieser Schaum eben sehr gut, der löst angetrocknete Insekten sehr, sehr gut, genauso wie im Fett. Das ja durch unsere Verbrennungsmotoren auch in feinem Nebel auf die Scheiben kommt. Und es empfiehlt sich, wenn da viele Insekten drauf sind, den Schaum ein bisschen einwirken zu lassen und dann mit dem Tuch entsprechend abzureiben. Es gibt ja so eine klassische Methode bei Autoscheiben, das ist ja Glas, das ist ein ganz anderes Thema, dass man mit Zeitungspapier, aus dem Zeitungspapier erstmal drauflegt, einweicht und dann mit dem Zeitungspapier das Ganze abwischt. Macht überhaupt keinen Sinn, weil im Zeitungspapier haben wir das gleiche wie in unseren grünen Tüchern, da ist ein hoher Holzanteil drin, der da wieder zerkratzt. Ja. Zumal wir mit dem Schaum wirklich kein Wasser mehr brauchen, um die Scheiben zu reinigen. Funktioniert viel besser, weil die Reinigungswirkung viel höher ist und zum anderen machen wir uns auch die Hände so nass und schmutzig, was dann natürlich gerade wenn es kälter ist, auch angenehmer ist für den Putzen. Gibt es etwas für die Zelle, was Spezielles zum Putzen? Oder kann man das, was ich jetzt für die Scheibe benutze, den Schaum hier auch für die Zelle, für den Kunststoff oder für die Aluminiumflächen benutzen beim Flugzeug? Man könnte den Schaum genauso gut auch für die Zelle benutzen zum Reinigen. Wir haben aber für die großen Zellen vorgesehen, dass wir die dann mit entsprechendem Mikrofasertuch, Schwamm und Leder und Wasser, immer ausreichend Wasser, so reinigen, wie wir bisher die Flugzeuge auch gereinigt haben. Wir werden die Flugzeuge mit einem speziellen Poliermittel regelmäßig dann mit den Paten zusammen aufpolieren und da nochmal reinigen und etwas konservieren. Das versiegelt dann die Oberfläche etwas, sodass sich der Schmutz auch nicht mehr so schnell anhaftet. Das ist aber nichts, was wir jetzt im täglichen Flugbetrieb machen müssen. Stichwort Pate, das klingt so nach Hollywood, so nach, kannst du dich um mein Flugzeug kümmern? Ist das so? Genau so ist es auch. Okay, was bedeutet das jetzt in der Fliegerei, bei BPV so zum Beispiel? Bei BPV bedeutet das, wir haben erstens mal viele Aufgaben bezüglich der Überwachung, die wir einfach auf mehreren Schultern verteilen wollen. Und dafür haben wir einen Verantwortlichen pro Flugzeug, der sogenannte Accountant, der dann sich um das Flugzeug kümmert und einen Assistant, der ihn unterstützt. Okay. Was für Aufgaben haben die denn so im Groben jetzt mal gesagt? Überwachung klingt jetzt so recht, so aufpassermäßig. Ja, so streng wollen wir das eigentlich gar nicht sehen. Aber es geht im Prinzip schon um die Überwachung des Zustandes, das heißt der Zustand des Flugzeugs sowohl optisch als auch in gewisser Weise von den Funktionen her. Das heißt, die Accountants haben die Aufgabe, die Funktionstüchtigkeit aller verbauten Instrumente oder Anlagen einmal im Monat zu testen. Genauso wie zu schauen, sind neue Rangierschäden dazugekommen, wie sehen die Sitze aus und so weiter. Und das Ganze natürlich auch entsprechend zu reinigen, wenn das Flugzeug an Stellen verschmutzt ist, die jetzt der normale Pilot nicht reinigen sollte, also zum Beispiel die Unterseite des Rumpfs. Adrian, du bist Pate. Genau. Ja, Flugzeugpate heißt das ja beim Flugzeug V. Ist das anstrengend, ist es viel zu tun oder macht das Spaß? Es macht Spaß, auf jeden Fall. Momentan haben wir nicht so viel zu tun, weil wir ja noch den Winter haben. Da sind die Flugzeuge nicht so dreckig, aber im Sommer wird es dann wahrscheinlich anders aussehen. Okay. Das heißt, du bist dann regelmäßig beim Flugzeug, guckst dir den Zustand des Flugzeugs an, checkst auch Technik, rufst hier und da mal, ob es Schäden gibt. Genau, oder? Das machen wir einmal die Woche. Montags sind wir meistens draußen, gucken uns das Flugzeug nochmal an, gucken uns ganz genau an die Tragfläche, die Sitze, die Haube, ob wir da irgendwas finden, was nicht dazu kommen soll, oder ob der noch verschmutzt ist. Okay. Und gegebenenfalls tun wir es auch reinigen. Also ihr seid dafür zuständig, dass das Flugzeug im Top-Zustand ist. Genau, im Top-Zustand. Dass also jeder, der kommt, ein möglichst fantastisches, gut gereinigtes Flugzeug bekommt in einem technisch guten Zustand. Genau, das wollen wir ja erreichen. Wie sieht es momentan jetzt aus? Ist das eher entspanntes Arbeiten jetzt mit dem Flugzeug? Ob es viel Verschmutzung, irgendwo Schäden oder sonst irgendwie? Oder hält sich das in Grenzen? Es hält sich noch in Grenzen. Ja. Aber momentan im Winter, klar. Ja. Liegt nicht jeder. Okay. Macht gerade nicht dazu fliegen.
Im Sommer sieht es wieder anders aus? Im Sommer sieht es ein bisschen anders aus, da geht jeder fliegen. Ja. Wie? Graspisten nutzen da wieder. Wie? Vielleicht sieht es auch ein bisschen anders aus. Und du stehst dann da und empfängst die mit der Peitsche? Noch nicht so weit. Okay. Das war's für heute aus dem BPV Hangar. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns Likes, abonniert unseren Kanal, kommentiert und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Hier unten findet ihr auch Links zu unserer Flugschule, zu unserem Verein und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wir sehen uns, bis dann im BPFV Hangar. Ciao. Ja.